Und da sind wir wieder bei Dragon Age. Nanu? Meine Tastatur, die... Ach, jetzt passt's. Wir sind zurück bei Dragon Age und werden herausfinden, was dieser Malefica namens Jowin genau auf sich hat. Er hat ja den Aal vergiftet, was er uns in der letzten Folge erzählt hat. Nun brauchen die Armee die Adresse für ihren Sohn, einen Magier. Connor zeigte erste Anzeichen. Lady Isolde hatte Angst, der Zirkel der Magi brächte ihn zur Ausbildung weg. Connor? Ein Magier? Das glaube ich nicht. Sie suchte einen abtrünnigen Magier von außerhalb des Zirkels, der ihrem Sohn insgeheim beibrachte, seine Begabung zu verbergen. Ihr Gatte wusste davon nichts. Oh. Das dachte ich auch schon. Connor weiß nicht viel über Magie, aber er könnte möglicherweise den Schleier zerrissen haben. Ist der Schleier vor dem Nichts zerrissen, können Geister und Dämonen ins Schloss eindringen. Sind sie mächtig, würde das die wandelnden Leichen erklären. Okay, also ist eigentlich Jowin zum Teil dafür verantwortlich. Weil er weggebracht würde. Für immer. Ein Magier kann keinen Titel erben. Nicht einmal der Sohn eines mächtigen Aals. Außerdem ist sie sehr fromm. Ein magiebegabter Sohn ist eine Erniedrigung für sie. Nun gut. Nein. Und sie wollte unbedingt, dass er es nie erfährt. Er hätte richtig gehandelt und den Sohn aufgegeben und darüber war sie sehr wütend. Okay. Wie viel Magie habt ihr Connor beigebracht? Ein wenig, aber er ist noch sehr jung. Er kann nur ganz schwache Zauber wirken, sicher nichts Mächtigeres. Zumindest nicht absichtlich. Wie gesagt, vielleicht hat er den Schleier versehentlich zerrissen. Wenn er überhaupt etwas damit zu tun hat, ich weiß es wirklich nicht. Ja. Es sollte nie so enden, das schwöre ich. Lasst mich euch jetzt helfen. Er möchte sühnen. Verdient diese Chance etwa nicht jeder? Jowin hat gute Absichten, aber ein Blutmagier. Es ist schwierig, so jemandem zu trauen. Ich weiß nicht. Er ist ein Blutmagier, aber die Situation ist ungewöhnlich. Gebt mir bitte eine Chance. Also alle drei werden, also Liliana will auf jeden Fall Gnade. Winnie vertraut ihm auch eher nur dezent und Alistair genauso. Also man konnte ihn noch am Leben lassen, bevor wir hier ein paar Minuspunkte in der Freundschaft machen. So. Ich will alle retten, die noch da oben sind. Irgendwas muss ich doch tun können. So. Die Sünden werde ich dadurch nicht los, aber ich sollte es trotzdem versuchen. Danach werde ich eingesperrt, hingerichtet oder was mit Leuten wie mir eben gemacht wird. Ich will nicht mehr vor dem Zirkel davonlaufen. Ich muss für meine Vergehen einstehen. Okay. Freut mich, dass ihr es so seht. Was nun? So, was machen wir mit ihm? Lassen wir ihn einstweilen in der Zelle drinnen? Ich werde warten, falls ihr es euch anders überlegt. Ich bin hier. Das vermute ich auch sehr stark. So, Codex. Haben wir. Betrachtet es als erledigt. Einen Pilz mal wieder. Wie ihr meint. Okay.
Ein Kodex-Eintrag. Sonst nichts. Nanu. Was denn für ein Zufall, wie das ist. Dass auf einmal hier Skelette auftauchen. So, der ist auch tot. So, und huch. Die Liane schießt uns den Gegner weg. Hier haben wir einen Skeletthaufen mit einem Schild. Huch. So, Gold. Gold. Nichts. Nichts. Hier ist auch nichts. Da hinten habe ich auch eine Leiche getötet. Okay. Haben nichts mehr. Nun gut, dann speichern wir mal. Und gehen mal einen Stockwert nach oben. Und gucken, was uns da erwartet. Also ihr guckt, was ihr was erwartet. Ich weiß, was mich hier erwartet. Was ist hier dahinter? Ich kenne es nur noch ein bisschen. Ein großer Raum, okay. Huch, dreckige Magier. So, wo ist der Magier? Sind das zwei Magier? Vermutlich. Also Alistair kriegt eigentlich keinen Schaden. Ist hier vielleicht die in Ruhe? Ach. Bisschen doof, wenn sie dann hinter den Monstern irgendwo reinlaufen wollen. So, dann einmal hier, einmal hier, hier ist eine Türe, da geht's durch, hier ist eine offene Türe, geht's hier weiter dann oder? Nee. Sieht nach der Schatzkammer aus, oder Waffenkammer, ein Schrottdolch. Ein Schrotthelm. Ein Schrotthammer mit Schrottpfeilen. Oh, Radcliffe Schild. Ein Großschild. Genauso viel Müll. Was haben wir hier? Ein Schrottlangschwert. Und eine Streitaxt. Nochmal Radcliffe Schild. Ich sehe schon, dass unser Inventar ziemlich schnell voll sein wird. Aha. 1, 2, 3 Dämonen, wie es aussieht. Ich sehe zumindest nur 3. Wow. Wird erledigt. Den will ich gleich mal hier loswerden. Aber er hält hier sehr gut aus. Jetzt nicht mehr. So, verdienen weg. Also mit Kaelins Rüstung geht Alistair ja richtig ab. Ja, machen wir auch auf. Wir wissen, dass wir hier schon waren.
Wird erledigt. Sonst haben wir hier nichts. Okay. Dann gibt es hier nur einen Weg, wo wir lang müssen. Und das ist hier durch. So, was erwartet uns dahinter? Noch ein Raum. Und dann gibt es zwei Abzweigungen. Eine ist eine kleine Kammer. Nee. In der Hinterkammer. Okay, steht nichts dabei. Nicht mehr. Oh mein Gott. So. Check da mal um die Kleinen kümmern. Oh, kommen noch mehr. Alistair hält gut durch. Okay, jetzt kümmern. So, der ist platt. Der hat noch immer gut Leben. Sie könnte vielleicht mal heilen. Ich weiß nicht, was sie tut, aber sie kann nicht. So. Dieser. Und dann haben wir nur noch einen. Feine Sache. Haben wieder Galle. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwann brauchen. Ein Ring. Der hat nichts. So, der hat auch eine Galle und einen Heiltrank. Oh, da liegt noch eine Leiche mit Gold. So, wir sind hier rein. Ich speichere mal. Schnappe mal Alistair. Und gehe mit denen da rein. Hier sind Mabari, Mabari, alles Mabari. Und wir schnetzeln. Werden wir mal betäubt da. Die kann einfach nicht heilen. So. Dann machen wir eine Gruppenheilung. Ich muss ja mal sortieren ein bisschen. Das kommt hier hin. Arkane Schild kommt hier wechseln. Hier hin. Erdbeben, Wiederbeleben, was haben wir hier? So ein Müll, das können wir rausschmeißen. Erdbeben, das behalte ich mir lieber noch. So, Wiederbeleben brauchen wir auf jeden Fall. Hier ist ein Angriffszauber, der kommt auch mal auf die Seite. Heilung, Gruppenheilung. Was haben wir hier? Verjüngen. Kommt raus. Hier Regeneration, die hatte ich letztens gesucht. Dann haben wir hier diese Kräuterkunde. Das packen wir hier hin. So, was haben wir jetzt hier? Steinfaust und Erdbeben. Und hier haben wir Wiederbeleben. So, also wir brauchen eine Gruppenheilung. Wird erledigt. Eine Heilung für Alistair. Sehr schön. Den treten wir mal in die Schnauze. Und dann sind auch alle platt. Wir haben an einem feinen
Münzen hier geknabbert. Der ist verkokelt, der Typ. So, was haben wir hier? Ein Mabari-Halsband. Betrachtet es als erledigt. Und hier ist der Rest und ein Knochen. Lammknochen. Lecker. Also dann haben wir heute einen Abend am Lagerfeuer schon etwas zum Knabbern. Das ist eine Falle. Wo? Oh. Zack. So. Was tun wir hier rein? Ach. Hier mitten in das Tür zum Kämpfen ist einfach ein bisschen kacke. So, und? Oh. Entweder hat Liliane gerade vorbeigeschossen oder durchgefroren. Wurde gerade aktiv. Wir müssen uns einen Vorteil verschaffen. So, hier haben wir wieder Galle. Davon werden wir so 30, 60, 200, 6000, 400, 95. Ich werde es tun. 1000,6 Stück haben. So, ein Regal mit einem Pilz. Was haben wir hier drin? Heiltrank. Das alles. Okay. Verschlossen. Verschlossen. So. Was ist hier dahinter? Das sind zwei kleine Räume. Dann machen wir das mal auf. Oh. Was denn für ein Zufall? Hallöchen, mein Freund. So. Sonst ist hier nichts. Außer diese zwei Leichen. Ah doch, ein Kasten. Da steckt diesmal keiner drinnen. Mal wieder speichern. Oh, was haben wir denn da? Betrachtet es als erledigt. Eine Wurzel. Ah, bitte tut mir nichts. Wer ist denn das? Tut mir leid, ich habe nur solche Angst. Diese Monster sind überall. Ich bin Velena, das Dienstmädchen der Alessa. Geht es ihr gut? Was ist mit den anderen passiert? Ist es nicht die Tochter vom Schmied? Ihr kennt meinen Vater? Ich will zurück ins Dorf. Gibt es einen Weg nach draußen? Ja. Aber die Monster. Habe ich beseitigt. Ich finde schon einen Weg. Ich bin schnell und kenne das Schloss. Vielen Dank. Also eine schnelle Helferin. Na, das ist gut. So, haben wir das auch. Hier gibt's sonst nichts mehr. Das heißt, wir müssen wohl... Hier waren wir auch drinnen. Hier rein. Oh, liegt noch eine Leiche. Mit einem Heiltrank. Hätte ich ja fast übersehen. Hier ist abgeriegelt. Was erwartet uns denn dahinter? Ein größerer Raum, also wahrscheinlich mehr Gruppen. Eins, zwei... Die Wesen haben ungewöhnliche Kräfte. Vorsichtig sein. So. Was wollten die alle von mir? So, hau ab da. Und du lass meine Magierin in Ruhe. Da.
Schade. Ach, das ist schon der letzte gewesen. Na gut. Haben wir schnell aufgeräumt. Ein Jadesteinchen. Heiltrank. Hier kriegen wir tonnenweise Heiltränke. Aber immerhin gut, dann haben wir einiges am Vorrat mal. Galle. Und hier liegt auch noch eine Leiche mit Gold. Oh, haben wir hier irgendwo etwas? Nein. Das aussieht nicht. Was haben wir hier dahinter? Noch einen Gang. Darf man speichern? Wird erledigt. Eine Kiste. Hier ist noch eine Kiste. Das war's. Dann gehen wir da mal nach unten. Ja, die Folge ist gleich wieder beendet, leider, Leute. Huch. Wird erledigt. Eine verschlossene Kiste, die kann ich wenigstens aufmachen. Ein Fässchen. Ist da ein Pilz drinnen? Ja! Wie ich mal angekündigt habe vor... Oh, ein Schutthaufen. In der letzten Folge war das in der letzten? Nee, vorletzten. Ist eine Weile her. Dass wir eine Wette machen, wenn wieder ein erfassten Pilz dran ist, habe ich gewonnen. Was haben wir hier? Ein Geschenk. Schlammschützer? Für wen? Für wen könnte das sein? Barbarienhund? Nee, das bezweifle ich sehr stark. So, ich speichere mal, bevor ich da nach oben gehe. Ich werde es tun. Ich habe Angst davor, was mich da erwarten könnte. Okay, es dreht sich noch. Das ist natürlich gut. Und wir befinden uns im Garten. Ehrlich gesagt ist mir das ein zu großer Reim, wo keiner da wäre. Da ist irgendwo eine Falle. Der ist riesengroß. Also der Hof. Ah, hier ist ein Heb. Oh, da ist wer. Ah, der wartet hier. Das heißt, den Hebel ziehen. So, Alistair. Huch, wo steckt denn der? Okay, der spielt schon da oben herum. Dann werde ich Alistair da oben mal helfen. Oh mein Gott! Was geht denn hier ab? Voll das Getümmel hier. Liliana bekommt einen sehr starken Schaden. So, der ist down, der ist auch down. Oh, die sind ziemlich stark. Ich kann mich erinnern, wo ich das alleine gemacht habe. Ich bin fast verreckt. Aber ich kriege wenigstens keine Belohnung dafür dann. Ich kriege nur von dir eine Belohnung, die wir auch gekillt haben oder angehittet haben. Okay, Alistair hätte sicher einen Magier angehittet. So, hier ist nichts mehr, okay. Aber da unten ist was.
Hier ist auch nichts, wie es aussieht. Hier haben wir ein Fass mit einem Pilz, wetten. Ich werde es tun. Nein, nicht einmal. Ist hier hinter kann man nicht, okay. Hier ist auch nichts. So, da haben wir noch etwas. Wird erledigt. Aha. Ist ein Pilz da drin? Diesmal auch nicht. Ihr habt die Tore geöffnet. Das ist gut. Meine Männer und ich wollen baldigst unseren Aal wiedersehen. Betreten wir die Haupthalle gemeinsam? Wir müssen sie einnehmen, um das Schloss wieder unter unsere Kontrolle zu bringen. Ausgezeichnet. Dann los, mal sehen, was uns dort erwartet. Dann schauen wir da mal rein. In die Haupthalle. Wir werden die Folge dazwischen mal unterbrechen. Oh mein Gott. Ich halte das nicht ganz für normal. Sind das unsere Besucher? Die, von denen du erzählt hast, Mutter? Ja, Connor. Ein Dämon. Und der hat meine Soldaten besiegt? Die ich schickte, mein Dorf zurückzuerobern? Ja. Und jetzt starrt es mich an? Was ist das, Mutter? Ich sehe es nicht richtig. Das ist nur ein Mann, Connor. Wie dein Vater. Ich will nichts von ihm hören. Außerdem ist er gar nicht wie mein Vater. Schau ihn nur an. Er atmet und liegt überhaupt nicht im Sterben. Das ließe sich jedoch ändern. Oh, Connor, ich flehe dich an. Tu niemandem was. Mutter, was geht hier vor? Wo bin ich? Oh, dem Erbauer sei Dank. Connor, Connor, hörst du mich? Hinfort, närrisches Weib! Du beginnst mich zu langweilen. Beim Atem des Erbauers, was ist hier geschehen? Grauer Wächter, bitte tut meinem Sohn nichts. Er ist für seine Taten nicht verantwortlich. Tja. Nein, sag das nicht. Connor wollte das nicht. Es war der Magier, der ihn vergiftet hat. Der hat alles ausgelöst und den Dämon beschworen. Connor wollte nur seinem Vater helfen. Es war ein fairer Handel. Vater lebt, genau wie ich es wollte. Jetzt nehme ich auf dem Thron Platz und erobere mit meinen Armeen die Welt. Niemand sagt mir mehr, was ich tun darf. Niemand sagt ihm, was er tun darf. Niemand! Still, Onkel! Habe ich nicht gesagt, was passiert, wenn du weiterhin so schreist? Doch, das habe ich. Aber bleiben wir doch gesittet. Dieser Mann soll seine ersehnte Audienz bekommen. Sag uns, weshalb bist du hier? Ja. Was haben wir denn? Ich will dich aufhalten. Ich habe Ben Tegan gesucht. Ich muss zum Aal Eamon. Ich will helfen, falls möglich. Ich? Ah, mir? Wozu denn? Ich gehe einfach wieder. Ich möchte ihn aufhalten. Aber das Spiel ist nicht vorbei. Du darfst mich nicht aufhalten. Es will mir den Spaß verderben, Mutter. Ich glaube nicht. Natürlich nicht. Seit du die Ritter fortgeschickt hast, willst du mir immer nur den Spaß verderben. Mir wird langsam langweilig. Ich will Aufregung.
Ich will Taten sehen. Der Mann hat mein Spiel ruiniert, indem er das blöde Dorf gerettet hat. Und jetzt muss er für Ausgleich sorgen. Wir dürfen... Oh. So. Also jeder ist hier unser Gegner, bis auf die Mutter, die ist verschwunden. So, Alistair. Schnapp den! Fass! Nutz nicht verausgabt! Jetzt findest du dein Ende! Ach, Menno, du Scheißteil! Huch, was war denn das? Alistair kommt doch zurück. Ohne Probleme. Es wird keine Gnade geben. So, noch einer. Der Sieg ist unser. Tegan. Tegan, bist du in Ordnung? Es geht mir jetzt besser. Ich bin wieder Herr meiner Sinne. Andraste sei gepriesen. Deinen Tod hätte ich mir nie verziehen. Schließlich habe ich dich hergebracht. Ich bin so eine Närrin. Bitte. Connor ist dafür nicht verantwortlich. Wir müssen ihn doch irgendwie retten können. Ich weiß nicht. Ich habe es nicht gesagt, weil ich glaubte, wir könnten ihm helfen. Das glaube ich noch immer. Ich weiß nicht, ob wir ihn retten können. Dämonen sind Vernunft nicht zugänglich. Er ist nicht immer dieser Dämon. Connor steckt noch in ihm und kommt manchmal zum Vorschein. Bitte, ich will ihn doch nur beschützen. Hat nicht dadurch alles angefangen? Du hast den Magier hergebracht. Er sollte Connor insgeheim unterrichten, um ihn zu beschützen. Wenn sie herausgefunden hätten, dass Connor Magie beherrscht, hätten sie ihn fortgebracht. Ich dachte, wenn er im Geheimen genug lernt, dann... So, aber dieses Rätsel werden wir auch in der nächsten Folge lösen. Bis dann!